Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cube Zelda Dark Ruler im Wüsten-Dungeon. Die Sandruine mit Musik aus The Legend of Zelda The Wind Waker. Turm der Götter. Okay. Der vierte Dungeon bereits. Jetzt geht's echt Schlag auf Schlag. Der kam direkt im Anschluss an den zweiten. An den dritten mache ich natürlich. oder auch nicht, weil es geht irgendwie nicht weiter. Also wir haben das Dungeon-Item, das richtige Item schon bekommen. Gab es am Eingang irgendwo Blöcke? Jetzt habe ich den Dungeon so groß angekündigt und jetzt ist hier irgendwie nichts, oder was? Nee, komm. Das kann es ja nicht sein. Also, wir haben auf jeden Fall schon diesen Power-Handschuh bekommen und mit dem können wir halt Cubes verschieben. Allerdings sehe ich aktuell noch keine Cubes, die ich verschieben kann. Das ist das Problem. Okay, also ich bin tatsächlich sehr überfragt. Hä? Okay, also vielleicht können wir doch nicht in den vierten Dungeon gehen. Ich habe mich auch schon gewundert, dass jetzt so Schlag auf Schlag die Dungeons kommen. Ah. Wir können doch in den vierten Dungeon gehen. Oh Mann, sowas finde ich immer so gemein. Das finde ich so gemein, sowas. Wenn man einfach irgendwo so einen random Schalter platziert. Ah. Wir können doch in den vierten Dungeon. Aber ich wundere mich trotzdem, dass es jetzt so Schlag auf Schlag geht. Ah, jetzt muss man Glück haben. Na toll. Glück habe ich nie, Leute. Das kann ich euch gleich sagen. Ich verkacke bei sowas immer. Okay. Der letzte. Nein, nicht ganz. Ja, der dritte. Aber okay. Zwei Gegner haben wir nur. Das war doch eigentlich gut. Also ich hätte von mir erwartet, dass es der letzte wird. Glück gehabt. Komm, kratz ab, du Lappen. Oh, es sieht ja aber... Bereich des Wassers. Okay. Die Sandruine ist also in mehrere Teile, Bereiche unterteilt. Interessant. Und das ist der Wasserbereich. Gut. Meinetwegen. Oh, jetzt kommen diese Lianenspielchen hier. Ja, die habe ich schon vermisst in der Map. Aber jetzt kriegst du noch voll genug. Einen kleinen Schlüssel kriegen wir. Und wir müssen auch hier wieder 15 oder können 15 Feen finden. Wäre schön, wenn wir da auch die ein oder andere mitnehmen könnten. Im Wassertempel war ich ja eigentlich relativ erfolgreich, finde ich. Also mit 12 Feen von 15 auf Anhieb gefunden, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay, hier hören wir nochmal die Serenade des Wassers. Schönes Lied. Okay, was gibt's auf der anderen Seite? Den Feuerbereich. Okay, was gibt's hier? Weißt du, wer hier begraben ist? Sonst bist du tot. Big Goro, Epona. Mikau, Teil. Ariel. Okay. Epona nicht. Big Goro? Big Goro wahrscheinlich, wa? Okay, oh. Okay, ich bin eh tot, weil ich in Lava gefallen bin. Okay, oder auch nicht? Hä? Okay, man hat mehrere Versuche. Ich hätte jetzt auf Big Goro getippt, war aber falsch. Warum ist das aktiviert? Ich glaube, das ist aktiviert. Okay. Man muss da einfach irgendwie ein bisschen Glück haben. Vielleicht gibt es auch mehrere richtige Antworten. Ich probiere einfach mal. Vielleicht gibt es irgendwo eine Fee. Also richtig war jetzt Makoros, glaube ich. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat man das irgendwo mal erfahren und ich habe es vergessen.
So wird es wahrscheinlich sein. Okay, die Musik ist übrigens extrem geil hier. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vor diesen Sandfeen fast gar keine finden werde, weil die irgendwie... Ich habe erst zwei. Kommt mir so wenig vor. Klar, der Dungeon hat gerade erst angefangen, aber trotzdem. Trotzdem. Und bam. Nichts getroffen. Geil. Okay. Oh, ein großer Raum, der cool designt ist. Mit sehr vielen Nervigen von euch, die ich so abgrundtief hasse. Ich schlag euch und ihr sterbt einfach nicht. Deswegen seid ihr die stärksten Gegner im Spiel. Aber Pukis Trick klappt zumindest einigermaßen mit der Textur. Aber halt auch nur einigermaßen. Cool designt hier mit diesen stufenartigen Rückgang und so. Also gefällt mir wieder sehr geil. Sehr geil. Sehr gut eigentlich, wollte ich sagen, aber... Gut. Sehr geil, stimmt auch. Okay, jetzt gibt es eine kleine Jump-Action. Das ist doch kein Problem für uns als Jump'n'Run-Pros. Jetzt hat geruckelt. Hat geruckelt. Keine Ausrede, nein. Och nö, jetzt kommen die scheiß Lappen wieder. Mann, ich kann mich nicht mal bewegen. Ich hasse diese Viecher so abgrundtief. Komm, haut ab, verpisst euch, bitte. Bitte, lasst mich in Ruhe. Okay, also das ist also der Anreiz, sich hier Mühe zu geben, damit diese Spasten nicht wieder neu spawnen. Jetzt verstehe ich das Spiel. Okay, der Sandfee. Aber vor allem einen Schlüssel brauchen wir. Und das sind jetzt ein bisschen gestörte Sprünge. Nein. Muss ich schon wieder gegen euch kämpfen. Komm, haut doch ab. Lass mich doch in Ruhe. Hab doch nichts getan. Ich will doch nur, bin doch nur ein einsamer Wanderer hier. In der Sandruine. Nein, Doppelsprung. Warum? Hör auf. Lass das Link. Okay. Da ist der Waldbereich, ich sehe es schon. Einen Schlüssel habe ich eh nicht, da muss ich gar nicht erst hingehen. Aber in den Wald gehe ich, wenn ich hinkomme. Zumindest. Okay, aber ich sehe schon. Ich muss da nochmal auf diese Jump-Action-Freude hier mich einlassen. So, jetzt. Bereich des Waldes. Ja genau, wir hören hier auch die jeweilige Dungeon-Musik immer. Beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich nur hier. Ich glaube, bei den Bergen war es eine andere Dungeon-Musik. Und auch bei dem Bereich des Wassers war es eine andere Musik. Aber ich finde es ganz cool, dass man tatsächlich hier so einzelne Bereiche hat. Im vierten Dungeon. Und ich bin gespannt, ob sich da vielleicht nochmal was in der Story tut. Weil eigentlich hat man es ja so, dass nach den ersten drei Dungeons in Zelda-Games oft noch irgendwas Cooles passiert. Was dann so eine kleine Wendung gibt vielleicht. So, aber ich habe doch jetzt gerade noch irgendeine Fee gesehen. Die hätte ich auch noch ganz gerne. Wo war die denn? Kommst du zu mir, liebe Fee? Ich habe doch gerade eine Truhe gesehen. Na, hier oben. Also. Jetzt können wir weitermachen. Erst ans Wasser springen. Oh, und es läuft schon wieder gar nicht hier. Ich weiß. Ich weiß es doch selbst, Leute. So. Oh ne, nicht so einer. Die sind immer besonders dreist. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches Dungeon-Item wir hier kriegen. In der Sandruine. Weil wir das jetzt schon sehr oft gesehen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da mit dem auch weiterkommen. Ganz genau wegen Feen umschauen, ja. Im Wald-Dungeon habe ich ja mittlerweile alle gefunden. Nach langer Suche.
Wobei die ersten paar schon sehr offensichtlich waren, die ich da übersehen habe. Das war schon sehr dumm. Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Okay, also ich sehe schon, das ist hier gar nicht so leicht, wie man es vielleicht denkt. Nur weil es der Bereich des Waldes ist, heißt das nicht, dass es auch auf dem Niveau vom ersten Dungeon ist. Ganz und gar nicht. Hier geht's zur Sache. Und ich stürze erstmal ab. Aber vielleicht gibt's hier noch eine Fee. Hat sich der ganze Absturz gelohnt? Vielleicht gibt's da wirklich eine. Und ich bin natürlich wieder kurz vor der Höhle. Mann! Ach, Mann, das hat auch kurz geruckelt gerade. Also, wo ich da am letzten Sprung gefailt bin, natürlich nicht, aber hier hat es kurz geruckelt. Das war schon sehr ärgerlich gerade. Am letzten Sprung mal wieder gefailt, an der letzten Hürde. So, aber jetzt. Jetzt. So, den Schlüssel, mit dem wir weiterkommen. Wir haben übrigens auch schon wieder ein Drittel des Dungeons geschafft, nicht wahr? Das ist doch bestimmt irgendwo eine Fee. Nicht? Genau, ein Drittel ist schon geschafft. Zumindest haben wir ein Drittel der Feen. Es gibt ja auch hier nur 15. Na, darf man nicht vergessen. So, aber jetzt würde ich sagen, machen wir uns wieder vom Acker. Und gehen durch die Türe. Ich hoffe, ich habe nirgendwo eine Fee oder sowas übersehen hier. Habe ich wahrscheinlich sowieso. Ich weiß, aber man kann ja mal hoffen. So, jetzt stelle ich mich auch hier ein bisschen besser an bei dieser Jump-Action-Geschichte. Oh, da hinten ist zum Beispiel noch eine. Sehr gemein versteckt. Hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, jetzt bestimmt einige sehr. Also, er baut echt. Also, manche Verstecke sind sehr, sehr gemein. Weil man sieht die halt irgendwie echt nicht so leicht. Nein, 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 nicht sterben, Link. Bitte, bitte, bitte. Habe ich nicht irgendwas zu essen noch bei mir hier? Nee. Ach, schade. Ich sonst war mein ganzes Inventar mal vollgespammt mit irgendeiner Scheiße. Jetzt, wo man es braucht, ist alles weg. Aber gut, ich hoffe mal, dass es jetzt eh Savepunkt dann geben wird. Stimmt ja. Hier drüben gibt es auch noch was. Hier drüben ist der Key. Okay, was kommt jetzt für ein Bereich? Bereich des Schattens. Spoilert uns das nicht ein wenig schon, dass es noch einen Schatten-Dungeon geben wird? Schon irgendwie, oder? Naja. Mal schauen, was noch so kommt. Aber das stimmt, dann ist vielleicht Dungeon 5 ein Schatten-Dungeon oder so. Okay, das war irgendwie leicht. Zu leicht. Das kann doch gar nicht sein. Musst nur reinlaufen, mir den Key schnappen und das war's. Das glaubst du doch selber nicht. Und wir haben noch so einen Block bekommen, was auch immer der jetzt bringen soll. Ach so. Nein, jetzt geh hoch, Link. Jetzt bin ich unter Stress, Druck. Okay, wir machen das einfach mal so, dass wir ganz viele Blöcke runterschieben. Warum geht der nicht runter? Hau ab! Okay, das reicht vielleicht sogar schon aus. Ja, es reicht aus. Das ist ein 2 und einer hoch. Okay. Können wir noch zugehen und sehen, wie die Stacheln runtergehen. Also eine coole Idee auf jeden Fall. Und auch passt zu Schatten, ne? Weil Schatten ist ja mal so hinterlistig und tückisch und gemein und das passt ja sehr gut. Cool. Oh, ein roter Teppich. Cool. Reicht es, wenn ich die Bombe da hinwerfe oder muss ich jetzt diesen hässlichen Bumerang-Trick nutzen? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, muss ich nicht. Okay. Damit haben wir jetzt 8 Feen. Mehr als die Hälfte, oder? Ja, ungefähr die Hälfte. Bisschen mehr. Okay, was ist das jetzt hier? Sieht sehr mysteriös aus und groß. Aber sehr cool Design mit diesem roten Teppich. Gefällt mir richtig gut. Auch hier, also das Design ist wieder top. Richtig top in dem Dungeon.
Gefällt mir mal wieder derbe. Okay, was ist das für Musik? Okay, da geht's runter und da gibt's wieder einige Wände. Ich hoffe, ich übersehe. Vielleicht finde ich ja hier in den Dungeon alle Feen. Das wäre schön. Aber es sind immer so fiese dabei, die ich dann nicht finden werde. Von daher habe ich mich von den Gedanken eigentlich schon verabschiedet. Okay, das Ganze ist... Okay, jetzt geht's langsam ans Eingemachte. Aber bisher war der Dungeon auch noch nicht wirklich schwierig, muss ich sagen. Es gab auch noch keine wirklichen Rätsel, immer nur so kleine Bruchstücke. Aber jetzt scheint es wohl langsam zur Sache zu gehen. Schön. Oh ja, es wird auch ein bisschen verwirrender, es gibt mehr Gänge und alles. Obwohl die Musik komisch ist. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass es zwar verschiedene Dungeon-Musiken gibt. Gut, mit den Bereichen, das ist eigentlich dann ganz gut, dass es verschiedene Musiken hat. Also, ganz cool. Okay, ja, ich schaue mich nur ganz genau nach diesen Feen-Gedöns um, weil hier ist bestimmt wieder alles voll von fiesen Verstecken. Ich kenne doch den Master Cray. Der hat sich doch bestimmt wieder sehr fiese Sachen ausgedacht. Und was ist... Ach ja. Ah, das ist eine coole Idee. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe mich schon gewundert, warum der Ventilator immer noch funktioniert, obwohl ich den quasi ausgemacht habe. Aber jetzt macht Sinn. Okay, immer diese Meldung mit dem Floor 0. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Zelda Adventure, da gab es das nämlich auch. Okay, gibt es vor allem aber Rubinfragmente, eher weniger Feen. Schade, ich will Feen haben. Rubine brauche ich nicht. Okay, was ist das hier? Nochmal Rubine. Soll ich mit den ganzen Rubinen, Mensch? Gibt's mir Feen? Okay. Jetzt bin ich auf Floor 1. Oh, ja, drüben haben wir nochmal einen Schalter und noch mehr Rubine. Toll. Aber ich bin jetzt dafür, dass wir mit dem Boomerang Schalter aktivieren. Was hat der gemacht? Okay, da drüben irgendwas. Also das ist hier jetzt schon ziemlich groß, dieser Bereich. Okay, ja, Vollidiot. Komm, lass mich in Ruhe. Hau ab. Und dann haben wir hier... Achso, das sind auch noch mehrere Räume oder was? Ey, wie groß ist denn das hier? Deppen hat's auch wieder. Ja, hau ab. Hau, lass mich bloß in Ruhe, ey. Nein! Ah, jetzt bin ich ganz unten gefallen. Egal, hier ist vielleicht eine Fee. Hallo? Nein, eigentlich nicht. Hier ist nur irgendwie so eine Art Mini-Secret. Ach, ich weiß, was zu tun ist. Okay. Da müssen wir jetzt die Blöcke davor schieben, dass die uns nicht wegschieben. Oder was ist das? Nee, das sind diese Ventilatoren. Okay. Hat's denn irgendwo Blöcke? Ah ja, hier. Genau, wir müssen jetzt nämlich mit den Blöcken, die wir hier kriegen, diese Ventilator-Geschichte zu bauen. Ich glaube, das gibt's auch in Zelda-Adventure, diese Idee. Aber macht nichts. Ah, das kann sich wieder um Jahre handeln hier. Naja, es geht. So lange dauert es nicht. Das geht schon. Wir bauen zwei Jahre rein und dann passt es schon. Aber ich bin jetzt schon sehr verwirrt hier. Also jetzt kommt langsam wirklich das Dungeon-Feeling auf, wie es, glaube ich, eigentlich sein sollte. Weil davor war es sehr, sehr leicht. Und jetzt wird langsam... bisschen komplexer. Vor allem, weil die beiden Räume hier fast identisch aussehen. Das ist sehr fies. Okay, aber jetzt habe ich einen kleinen Schlüssel bekommen. Den kann ich dann oben verwenden.
Ich glaube, dieser Bereich hier ist nämlich gar nicht so groß. Also dieser zweite, wo wir jetzt reingegangen sind, wo ich runtergeflogen bin. Oder was ist hier? Kuchen. Das ist geil. Kann mich voll heilen. Geil. So, hier noch mal ein paar Rubine, die kein Mensch braucht, aber die es trotzdem gratis dazu gibt. Also wenn hier in irgendwelchen Ecken irgendwelche Feen versteckt sind, dann sorry, aber ich suche jetzt hier nicht jede Ecke ab in diesem riesigen Monsterbauwerk. So, da oben hat es noch irgendwas. Was sieht nach dem Dungeon-Item aus, was ich ja auch... Also nach einem Item aus und ich vermute, dass es eben das Dungeon-Item sein wird, so. Ah, lass mich hoch. Hallo. Warum werde ich nicht hochgeboostet? Lass mich jetzt hoch, endlich. Geht doch. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt, krankes? Das sieht ja völlig gestört aus. Okay. Ich hab's irgendwie reingeschafft. Was zum Teufel, Alter? Ach ja. Aber er erwartet jetzt nicht, dass ich mir hier eine riesige Brücke rüberbaue. Das dauert ja. Das dauert jetzt wirklich lange. Okay, Ventilatoren von drüben schubsen nämlich runter. Nee. Okay. Okay, okay, okay. Ja, dann geht auch das eigentlich. Es dauert, aber es dauert nicht so ewig lange, denke ich. Hoffe ich. Ansonsten, ja, der Part ist ja, geht noch ein Weilchen. Ich glaube, ich mache das ein bisschen geschickter und nehme mir gleich ein paar mehr mit. Wir sind so auf Massenproduktion, ne? Man muss einfach nur gewinnbringend denken und dann geht es auch. So. Zack. So, ich glaube, das reicht auch. Vielleicht auch nicht. Eher nicht wahrscheinlich. Da braucht man echt eine ganze Menge, bis man drüben ist. Da hat er nicht gespart, der gute Master Cray. Nee, hat er nicht. Muss ich hier überhaupt irgendwas machen? Nö. Haha, ich gehe einfach so durch. Was? Ich wollte gerade sagen, für 7 Bomben ist es hier aber ein bisschen läppsch. Beziehungsweise die 7 Bomben sind ein bisschen läppsch für das, was kommen soll. Oh, da sterbe ich. Nein, ich habe noch ein Viertel Herz. Egal, das ist natürlich nichts, ich weiß. Aber besser als nichts. So, aber was mich verwundert war, dass hier irgendwie gar keine Fee war. Und hier unten waren wir tatsächlich überall. Jetzt überall nur diesen Rubinenschmarrn gehabt. Nee. Nichts zu machen, aber wir haben den Key. Das ist doch auch schon mal was. So, ich glaube, der Part ist aber auch schon wieder vorbei. Oh ja, ist er. Hab ich überzogen. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Im nächsten Part geht's weiter hier im Wüsten-Dungeon. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Denn, ja, es wird spannend. Bis dann.